Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Gäste, ich begrüße Sie und euch ganz, ganz herzlich. Besonders herzlich begrüße ich die Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, die sich in diesem Jahr mit ihren innovativen Ideen am heutigen Junior-Bundeswettbewerb beteiligt haben. Unser Land braucht Menschen wie euch. Menschen, die nicht erklären, warum etwas nicht geht, sondern die Ideen entwickeln, wie etwas geht, wie man Herausforderungen erfolgreich anpacken kann. So entstehen dann neue Dinge. Innovation. So entsteht Unternehmertum und so entstehen neue Wachstumskräfte für Deutschland. Junior ist ein Schulprojekt mit Tradition und mit Dynamik. Über 170.000 Schülerinnen und Schüler haben in den letzten 30 Jahren in Schülerfirmen sich engagiert und eingebracht und sich bei internationalen Wettbewerben behauptet. Nicht selten sind die Teams aus den Schulen danach zu echten Gründerinnen und Gründern herangewachsen. Pro Jahr wirken dabei über 500 Schulen und unzählige Lehrkräfte mit großem Engagement mit. Meinen herzlichen Dank Ihnen und euch dafür. Gründerinnen und Gründer sind die zentralen Akteure für die deutsche Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Die Gründung neuer Unternehmen bringt frischen Wind in die deutsche Wirtschaft, ins Land. Neue Produkte entstehen. Neue Lösungen können zum Beispiel dabei helfen, die ökologische Transformation noch schneller oder effizienter oder günstiger voranzubringen. Kreatives Denken ist gefragt, ebenso wie man jetzt sagt, agiles Handeln. Das trainiert ihr in euren Schülerfirmen. Und egal, welchen Weg ihr später einschlagt, der Wettbewerb Junior zeigt euch, dass man gestalten kann, dass man mit einer Unternehmensgründung einen Unterschied machen kann. Ich bin Wirtschaftsminister und im Wirtschaftsministerium setzen wir uns dafür ein, eine vielfältige, junge und lebhafte Gründungsszene auf- und auszubauen. Die Zahl der Gründungen ging im letzten Jahr etwas zurück. Kein Wunder, es war ja auch wirklich eine harte ökonomische Zeit. Aber heute bin ich voller Mut, denn immer mehr junge Menschen wagen den Schritt zur Gründung. Dafür ist Junior ein wichtiger Baustein. Ihr erlebt dabei in euren eigenen Startups praxisnah die Höhen und manchmal auch die Tiefen eines unternehmerischen Alltags. Und ihr erlangt Schlüsselkompetenzen wie Kreativität oder Teamfähigkeit, man gründet ja selten alleine, für euer späteres Berufsleben. Ihr beweist Mut. Ihr macht etwas. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt in der Schule also nicht nur Theorie gelernt, sondern in echt eine eigene Idee entwickelt und praktisch in einem Unternehmen umgesetzt. Eure Geschäftsideen sind nachhaltig und innovativ und auch das begeistert mich jetzt als Klimaschutzminister. Darüber hinaus danke ich Ihnen, liebe Lehrkräfte, Wirtschaftspartner, Förderer und Eltern. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie so tatkräftig unterstützen. Ohne so motivierte und leidenschaftliche Menschen wie Sie ginge es überhaupt gar nicht. Auch wenn ich heute leider nicht vor Ort in Frankfurt sein kann, wünsche ich euch und Ihnen aus Berlin eine spannende Preisverleihung und gratuliere den Siegerteams schon mal ganz, ganz herzlich. Toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für die Zukunft.